Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Ich stelle mir gerade die Frage, Michael, ob wir eigentlich nach wie vor über Donald Trump reden müssen. Ich finde, ja doch, also wir sollen es noch ausnutzen, solange eine Freiheit ist noch. Solange ist ja nicht mehr lang. Ne? Nee, das ist und ja so einiges stellt er noch an, glaube ich. Also ich ja. Also ein bisschen was erwarte ich mir schon noch. Also ich warte auf diesen Augenblick, ja. Wo er in der Zwangsjacke aus dem Weißen Haus gefesselt an Ketten an den Pfählen draußen des Weißen Hauses, wie sie die Ketten losschweißen und ihn dann raustragen. Also auf den Moment warte ich noch. Und dann können wir das Thema beenden. Aber keine Bange, ihr seid schon bei uns richtig, bei den Vorstoppern mit der lebenden BVB-Legende Michael Schulz. Und Mathe so ist es. Der zweite Vorstopper. Ja. Leidet und leidet und leidet. Ich leide? Unter Corona, natürlich. Natürlich leiden wir unter Corona. Ich auch. Nein, wir leiden definitiv unter Corona, aber wir sprechen auch über Fußball. Auch der Fußball leidet unter Corona massiv. Nichtsdestotrotz gibt es eine Menge zu besprechen. Obwohl der Bundesliga-Pause war, ist es uns nicht langweilig geworden. Dafür hat die deutsche Fußballnationalmannschaft gesorgt, yippee-yay. Außerdem müssen wir feiern, nämlich dass Youssoufa Moukoko 16 Jahre alt wird. Also heute ist Donnerstag, wir zeichnen gerade hier auf, es ist 12.06 Uhr und ab Mitternacht da war... Sein letzter Tag als Nicht-Profi. Ja, also ab Mitternacht darf er quasi ab 0 Uhr 01 dürfte er für den BVB spielen. Offiziell, man weiß ja nicht, ob es stimmt. Mit 0 Uhr 01? Jetzt hör, heiz doch diese Diskussion nicht an, nein, wie alt er ist. Also, er ist ab morgen offiziell 16 Jahre ja, jung. Ja, offiziell. Ja, und das Schlimme, also ich finde so ein bisschen das Schlimme ist, aber wir reden ja auch schon wieder drüber, aber möglicherweise kriegen wir es ja ein bisschen ausgeglichener hin. Das Schlimme ist, dass man ja so das Gefühl hat, es ist ein Top-Thema in Deutschland, dass Youssoufa Moukoko morgen 16 Jahre alt wird. Also nicht nur hier im Lokalen in Dortmund ist das ein Thema, sondern er hat es in die ARD geschafft nach dem Länderspiel mit Lars Ricken, der dann dazu befragt wurde. Das Boulevard stürzt sich drauf. Müssen wir nicht ein bisschen auf die Bremse treten und dem Jungen Gefallen tun und ihn weiterhin mit Samthandschuhen anpacken? Mein lieber Mathis, wir müssen in ganz vielen Dingen auf die Bremse treten. Wenn du das ansprichst, was für Themen da wie in die Höhe geschossen werden, wo ich mir manchmal nur echt an den Kopf packe. Aber es ist nun mal die Zeit. Ja, da, jetzt, wenn man nicht mitgehen will, muss man sich verabschieden. Dann dürfen wir jetzt auch hier nicht sitzen. Ja, wir machen ja auch irgendwo Unterhaltung. Da mit. Ja, klar. Unterhaltung. Na klar. Logisch, ja, aber ja, ich bin aber 100% bei dir. Ich habe mich auch erschrocken, ehrlich gesagt. Der Junge hat noch nicht einmal in der Profiliga da gegen irgendjemanden gespielt. Ja, es sind natürlich so, unter Umständen wächst ein unglaublicher Druck auf den Burschen. Man weiß nicht, inwieweit er da medial sich das beobachtet für sich. Man, das ist ja auch als junger Mensch spannend, sowas. Ne? Mhm. Ja, da kann unheimlicher Druck wachsen. Das kann aber auch unheimlich abhärten, wenn du merkst, so, das findest du geil, das stachelt dich an. Das weiß man alles nicht. Ja? Also da gibt es, wie ich so gern sage, was mein alter Trainer Otto Rehagel gesagt hat, ne? Ja, es gibt keine Wahrheit im Fußball, es gibt nur Meinungen. Ne? Und da sind wir wieder und man muss es eben so sehen, wie du richtig gesagt hast. Das ist ja natürlich jetzt so eine Seltenheit und es ist natürlich so ein außergewöhnliches Talent. Seit der, weiß keine Ahnung, war der 12 oder 13 oder wann hat er da schon mit den in der U17 gespielt, keine Ahnung. Also das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich und natürlich stürzt sich dann bei uns alles drauf. Ist irgendwie logisch, aber du hast recht, man sollte die Kirche im Dorf lassen und vielleicht ihn ein bisschen erstmal ganz in Ruhe wachsen lassen. Der BVB hat sich natürlich trotzdem darum bemüht, dass er dann als 16-Jähriger spielen darf. Das wäre ja ohne diese Initiative von Borussia Dortmund, da die Altersgrenze runterzusetzen, gar nicht möglich gewesen. Also sie trauen schon einem 16-Jährigen zu, da sich im Profibereich des, wie heißt es so schön, Männerfußballs durchsetzen zu können. Also ich will mal so sagen, ich glaube, der BVB steht nicht im Verdacht, irgendwelche Schlagzeilen produzieren zu müssen oder irgend sowas. Ne? Also ich glaube schon, dass das wohl überlegt ist. Ja? Also das würde ich jetzt dem BVB nicht zutrauen, dass sie jetzt irgendwie einen völlig unnötig
in so eine Situation bringen. Also, verheizen. Ja, genau, verheizen. Also ich habe diesen Jungen noch nie spielen sehen, muss ich so ehrlicherweise sagen. Ja, außer in natürlich in Fernsehen oder so mal. Aber noch kein Bild. Du hast ihn gesehen und? Ich habe ihn gesehen. Das ist schon auch wieder eine Weile her, aber das war ein Endspiel um die deutsche Juniorenmeisterschaft. Da habe ich ihn gesehen und fand ihn, das ist ja auch mittlerweile schon wieder, weiß ich nicht, gefühlt mindestens anderthalb Jahre her. Zwischendurch habe ich ihn auch mal spielen sehen. Ich fand ihn immer schon extrem weit. Ja, also noch nicht komplett, aber wie soll ein 14-Jähriger auch schon komplett sein? Aber ich fand ihn schon sehr weit in seiner Entwicklung. Diese absolute Ruhe, diese Übersicht, diese Kaltschnäuzigkeit, diese Abgebrühtheit, dieses Antizipationsfußballspiel, das fand ich schon bemerkenswert. Aber er spielt da gegen andere. Richtig. In dem Alter oder richtig. Die ein bisschen älter sind und nicht gegen Profis. Ne? Also nicht spielen sehen heißt, ich habe ihn noch nie live spielen sehen. Also ich habe ihn schon mal im Fernsehen logischerweise, ich glaube das war sogar dieses Endspiel, was übertragen wurde sogar im Fernsehen, habe ich auch gesehen. Ja. Natürlich ist er eine außergewöhnliche Erscheinung und natürlich schießt er unheimlich viele Tore und richtig, was du sagst, er antizipiert gut und Er ist seinen Alterskollegen gegenüber, hat einen Mega-Vorsprung. Aber nochmal, es ist was anderes. Ja. Ob ich gegen altersgleiche spiele oder etwas ältere, das ist mal eine ganz andere Nummer. Und da hat es schon genug Fälle gegeben, die auch hoch gelobt waren, aber jetzt nicht mit 16, aber auch andere schon, ob es vor 20 Jahren war, vor 10 oder vor 5, egal, immer welche, die hoch gelobt waren, die waren aber auch genauso schnell weg, wie sie oben waren. Ne? Und deswegen gilt es auch hier echt Ruhe bewahren und abwarten. Ne? Das stimmt. Also sind wir darauf gespannt und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, jetzt ist Donnerstag um 12 Uhr. Morgen ist BVB-Pressekonferenz mit Lucien Favre. Kannst du dir in etwa vorstellen, welche Fragen ihm da gestellt werden? Wird der gute Junge vielleicht heute vor allem voran spielen? Siehste? Oder wird er zumindest eingesetzt? Siehste? Vielleicht als Geburtstagsgeschenk bei 2-0 Führung in der 85. Ja, das wäre das nachträgliche Geburtstagsgeschenk. Der BVB spielt ja erst Samstagabend. Und Lucien Favre. Aber ich kenne die Antwort schon. Ja, müssen wir gucken. Müssen wir schauen, müssen wir abwarten. Das kann sein, aber auch nicht sein. Ja, siehste. Ja, also, sie haben doch die PK schon praktisch erledigt. Aber was meinst du, was am Samstag dann los sein wird, wenn der BVB in Berlin spielt und Moukoko wirklich mitfahren sollte und der das erste Mal da auf der Bank sitzt? Da wird ja die Kamera, die wird ja in einem absoluten nervösen Dauerzustand auf ihm versuchen drauf zu bleiben. Meinst du, dass das Thema so groß ist? Ich weiß nicht. Ja, ich befürchte es. Ich glaube, also ich weiß nicht. Also, das wäre echt ein Hammer. Also ich weiß nicht, wenn es geht, würde ich ihn noch nicht in den Kader nehmen. Ja, vor allen Dingen, es ist ja keine Not. Ja. Ich glaube, es ist so ziemlich alles fit, was laufen kann beim BVB. Ja. Ja, und Hertha ist eine harte Nummer. Ja, die ist in den letzten Jahren immer extremst knapp gewesen, wenn auch siegreich für den BVB, aber extremst knapp. Das waren immer ganz harte Nummern. Mhm. Und ob ich da jetzt so einen Jungen, von Anfang an wahrscheinlich sowieso nicht, aber dann ins kalte Wasser werfe, wenn es eng wird, dann muss ich sagen, Hut ab, Lucien Favre. Hertha ist im wahrsten Sinne des Wortes eine harte Nummer. Ich hätte zu einer bestimmten Zeit auch mal gesagt, das ist eine Tretertruppe. Ja, das stimmt. Ja, da sind ein paar Hardcorer dabei. Ich weiß nicht. Gibt es da eine Statistik, auf die du jetzt anspielst, die ich nicht im Kopf habe? Nee, das ist einfach so aus der subjektiven Wahrnehmung heraus. Da gab es immer ordentlich auf die Sorge. Die letzten Spiele, wie gesagt, die sind ja alle immer extremst knapp ausgegangen. Ja? Und ich kann mich auch erinnern, dass es da hier und da schon mal gerumst hat. Ja? Aber auch da gab es Zuschauer noch, ne? Da gab es Zuschauer noch. Und immerhin und ist der BVB. Das ist natürlich auch ein Thema, da weißt du, Aggression, das ist alles, das wird. Oh, das kommt von der Leidenschaft. Durch, genau. Ja, das könnte sein, dass es jetzt ein Vorteil ist für BVB. Meine Güte, also ohne Zuschauer in dieser brutal kalten, großen Betonschüssel. Ja, jetzt ist wirklich auch noch kalt und es regnet vielleicht. Obwohl Samstag sollte. Ich finde das Stadion, ich finde es interessant, aber grässlich irgendwie. Es ist weitläufig, es ist, lass uns mal gucken, es gibt sicher atmosphärisch bessere, muss man sagen. Für den Genuss, dass der BVB als Tabellendritter beim 12. Hertha BSC das Ding hoffentlich gewinnt. Ja, pass auf. Wir haben über Bayern noch gar nicht gesprochen. Übrigens 3-2 ist richtig gewesen. Ich habe 3-2 getippt. Ne? Ja. Aber leider für die falsche Mannschaft. Ich weiß. Hatte ich für den BVB gesagt. Hattest du für den BVB gesagt. Aber ganz ehrlich, das Spiel war ja jetzt
wirklich nicht schlecht. Also erstens war die Aufstellung so, wie man es erwarten konnte. Da waren jetzt keine favrischen Wunderdinge festzustellen, wie es ja in dem einen oder anderen Spiel vorher mal passiert ist. Also ich finde, er hat gut aufgestellt, er hat die Mannschaft gut eingestellt. Die Mannschaft, finde ich, hat gut gespielt auch. Und die hatten auch ihre Chancen. Das war ein bisschen auch Pech im Spiel und so weiter. Ne? Die Tore fielen natürlich wieder zum blödesten Moment. Also lange Rede, kurzer Sinn. Also es war schon, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe. So, und jetzt kommt der Punkt, der mich zum Schluss führte, dass der BVB jetzt eine Chance hat, vielleicht doch längere Zeit oben dran zu bleiben. Ne? Und zwar? Kimmich. Ehrlich, der ist der Bursche, ich meine, ja. Echt, es tut mir leid, dass ich verletzt habe, aber ich finde den super. Ja. Das ist ein ganz toller Spieler von der Mentalität gut. Und so weiter. Wahnsinnig gut. Ich sage dir, und da sind wir dann, das Nationalmannschaft ist das nächste Thema, da wird den Bayern richtig fehlen, glaube ich. Ne? Den Bayern noch fehlen. Und pass auf, die Bayern haben ja selber schon vor Wochen, haben sie ja schon angemahnt, dass aufgrund dieses Corona-Spielplanes sie ja schon unter doch erheblichen Kräfteverschleiß leiden. Das ist aber schon Wochen her, also vier Wochen vor dem BVB-Spiel. Ja. Weil sie halt keine Sommerpause hatten, natürlich das Training auch nicht normal ist und so weiter. Also sie haben ja damals, wie gesagt, nach eigenen Angaben, schon da durchaus Probleme verspürt auf dem Gebiet. So, und wenn du jetzt siehst, dass sie auch ein paar Spiele ganz knapp gemacht haben, nur, ne? Nicht mehr so überragend. Denn sie haben zwar gewonnen, aber sie haben ein paar Spiele, ne? In Köln fällt mir jetzt gerade ein, ne? Und gegen Hertha auch übrigens 4-3. Die haben sie auch mal gerade so nicht mit dieser gewohnten Dominanz über die Bühne gekriegt. Und wenn das jetzt, das ist ja, also nochmal, der Wunsch ist der Vater des Gedanken, aber ja, wenn das so sein sollte, ja, und das wird ja nicht weniger jetzt durch die ganzen Länderspiele, jetzt hatten sie wieder dann englische Wochen, ja, und dann kommen jetzt, der Spielplan ist ja jetzt ohne Winterpause. Und wenn jetzt auch noch Kimmich fehlt, dann ist die Hoffnung, dass sie doch den einen oder anderen vielleicht mal kriegen. Und dann muss der BVB da sein. Und ich finde, das Spiel gegen Bayern hat Hoffnung gegeben. Gut, ich glaube aber nicht, dass die Bayern an diesem Wochenende ausgerechnet zu Hause gegen Werder Bremen patzen. Ein Jubiläum steht an übrigens. Weißt Ehrlich? Du? Ja. Was denn? Wenn Bayern gewinnt, ist es das 20. Bundesligaspiel im Stück, was Bayern gewinnt. Kannst du dir das vorstellen? Das 20. Gegen Bremen. Gegen Bremen. Ja. Kannst du mal sehen. Ja, also Werder Bremen. Ist das nicht unfassbar? Das ist unfassbar. Werder Bremen in der vergangenen Saison eigentlich schon abgestiegen, irgendwie noch gerettet. Dann haben sie auf dem Transfermarkt noch nicht wirklich handeln können und haben da echte Probleme. Und durch eine defensive Mauertaktik halten sie sich aktuell in dieser Saison bisher ganz ordentlich. Aber macht dir keine Hoffnung, ehrlich. Gegen die Bayern? Nein, mache ich mir auch keine Hoffnung. Da waren ja auch so Dinger, die haben so eine ähnliche Serie wie BVB. Ja. Zwischendurch, ich habe mal geguckt, haben wir so 10 Jahre zurückgeguckt. Ja. 6-0. 5-0, 5-0, 6-0. Oh. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es da für den... Ja, für also an diesem Wochenende fängt das noch nicht an mit der Bayern-Krise, aber vielleicht danach. Gut, und du glaubst an den starken BVB. Ich habe das Spiel gegen die Bayern so ein bisschen, ich habe es ja auch im Gegensatz zu dir, war ich im Stadion. Ja, Hut ab, ich darf ja nicht. Ist doch richtig so. Ja. Ich habe auf der Tribüne gesessen mit Maske, habe kommentiert. Ja, Augenhöhe bedingt. Ich fand schon, dass die Bayern unterm Strich die stärkere Mannschaft waren, weil sie halt einfach, ja gut, dann haben sie auch noch Glück dabei. Die robustere Truppe waren. Die Tore waren abgefälscht, gar keine Frage, aber beim BVB hat mir ein Stück weit dann doch mal wieder so ein wenig die Leidenschaft gefehlt. Ja, aber du im Vergleich zu anderen Spielen aus der jüngsten Vergangenheit. Ja. Gut, du musst natürlich, wenn du als Marco Reus frei vorm Tor stehst, musst du das Ding natürlich auch. Also, das wollte ich gerade sagen, da waren echt gute Chancen. Ja. Das, ich meine, denk an die Spiele der letzten Jahre. Ja, das war ja teilweise, hast du dich ja geschämt als BVB-Fan. Ja. Und das war schon, ich sag mal, das war schon ein Ankommen auf etwa einer Ebene erstmal. Das muss man schon mal sagen. Also für mich war es auch wieder ein Fortschritt. Gut, der BVB muss dann aber auch mal in Hertha liefern, weil man ist 3 Punkte hinter den Bayern. Ja, es ist alles noch nicht wirklich entscheidend. Man ist 1 Punkt hinter den Leipzigern. Und die Leipziger spielen in Frankfurt an diesem Wochenende. Man ist punktgleich mit Bayer Leverkusen. Die Leverkusener sind ja auch ganz gut unterwegs. Also da vorne das Feld der ersten 4, und dann kommt ja Union als 5. schon mit rein in die Geschichte. Das Feld der ersten 4 ist schon ein klassisches, ein starkes. Und da kannst du dir eigentlich negative Ausrutscher in dem Sinne auch nicht mehr erlauben, ne? Nee, also wenn du nach oben willst, sowieso nicht. Ja. Ja,
Wenn es natürlich um die Champions, wenn du es auf die Champions League Quali ansprichst, ja. Ja gut, da sind wir natürlich noch ein bisschen sehr früh in der Saison. Klar. Ne? Also ja, wenn klar. du jetzt mal einen Ausrutscher hast, also da sind, ich meine, guck dir an, wer dahinter ist mit, also Union, das ist für mich ein Wunder, ja. Das ist ein echtes Wunder. 12 Punkte gegen den Abstieg. Ja, nicht zu fassen. Mhm. Kruse, unglaublich alles. Mhm. Der alte Zocker. Oh, egal, Hauptsache, sie sind da, toll gemacht. Dann hast du Wolfsburg, die auch ja, da ja. weiß man auch noch gar nicht, wo es hingeht. Die gibt's, aber sie gibt es übrigens. Die gibt wieder, es ja. Und sie spielen an diesem Wochenende, jetzt ja. halte ich fest, wo? Dann wirst du es mir sagen, in Schalke. Nein. Ja, klar. Überleg mal. Ja, in Schalke. So, die 6. aus Wolfsburg spielen beim 17. aus Schalke. Das sieht ja gar nicht gut aus für die Schalke diesmal. Überhaupt nicht. Die Schalke haben ja zuletzt immerhin ein Wahnsinns 1:1 gegen Mainz geschafft. Also haben die Laterne dann quasi an die Mainzer übergeben. Die Mainzer sind noch schlechter als Schalke 0:4. Man kann es kaum aber glauben. Ich meine, es waren 2:2, aber egal. Ja? Mhm. Dann war es, muss ich nochmal nachgucken. Ist auf egal. Jeden Fall gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Schalker an diesem Wochenende wieder einen mitkriegen zu Hause gegen Wolfsburg. Die Chancen sind da, ja. Obwohl man hört, man hat jetzt gar nichts gehört. Ich glaube, die haben diese Länderspielpause, haben die wirklich genutzt, oder? Wofür? Ja, um so ein bisschen in der medialen Versenkung zu Ach verschwinden. So. Ich glaube, keiner hat das mehr gefreut, dieses 6:0 gegen dieses 0:6 gegen Spanien, als die Schalker. Die waren endlich mal raus. Boah, aus den Schalker. Keine Sau interessiert sich für uns mehr. Ja. Ja, das kann sich aber schnell wieder ändern. Ja. Damit hast du aber den Bogen geschaffen zu meiner nächsten Forderung. Du weißt, was jetzt kommt. Sag's, aber ich kann dir schon vorstellen, was kommt. Aber sag es selber. Der Trainer muss weg. Ja, du meinst einen Yoga-Lehrer, Yogi. Ich spreche nicht über Schalke 04, das ist mir vollkommen Latte, wer da sitzt und da trainiert, sondern ich spreche über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Sag mal, mittlerweile hat selbst Horst Lichter, unterhaltsamere Sendungen und bessere Quoten als Nivea-Yogi mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. So. Ja, ich muss gestehen, mich hat der Trend auch erwischt, ne? Ja, ehrlich? Ich guck nur. Achso, du guckst nicht mehr. Ja, nun, ich hab's mir jetzt mal. Ich hab's mir aufgezeichnet, aber ich hab's ja dann. Ehrlich, ohne Scheiß, du lachst. Wurde es dadurch besser? Nein, ich hab's mir nicht angeguckt. Ja. Ich zeige schon hier und da. Ich kann mir ja nicht alle Spiele gleichzeitig angucken. Ich zeige mir schon viele Spiele auf. Das habe ich nicht live gesehen. Ja. Als ob ich es geahnt hätte. Ja. Aber 0:6 gucke ich mir natürlich dann nicht komplett an. Das ist mir dann auch zu doof. Pass auf. Da muss ich wieder meinen Lieblingstrainer Otto Rehagel ins Spiel bringen. Ja, du weißt, im Fußball gibt es keine Wahrheiten, gibt es nur Meinungen. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt auch nicht die eine Wahrheit, was diese Mannschaft und was dieses Spiel angeht. Pass auf, das war ein echtes Desaster. Da hat er ja auch nicht drum herum geredet, der Yogi. Es war alles scheiße, hat er auch gesagt. Mhm. Pass auf, so, ich hatte auch in meiner Karriere 1-2 von diesen Spielen. Ja. 7-0 in Stuttgart verloren. Ja. Da weiß ich bis heute nicht, wie das passieren konnte. Das ging pup, pup, pup. Wir sind ja nicht hin und haben da irgendwie abend vorher gefeiert oder irgendwie Currywurst zum Mittag gegessen. Wir wollten auch da gewinnen, aber wir haben 7 Stück gekriegt. Ich weiß nicht warum, auch gegen Spanien, natürlich. Jetzt geht es natürlich Spanien, Prestigeduell. Ja, da geht es um den Gruppensieg für die Nation League, für das Endturnier. Also da ging es um einiges. Und wenn du dann natürlich gesehen hast, wie die da rumgelaufen sind, die Jungs, da ist natürlich schon, da sagst du, buh, ne? Aber muss man dafür den Trainer verantworten? Weißt du, das ist ja das, was ich immer sage. Wenn es bei so einem Spiel, wo es um Prestige geht, wo es wirklich, ne, wo du weißt, du spielst gegen das, wie auch jedes Spiel gegen Bayern, wenn hier, weißt du, BVB Bayern, wenn sie sagt, ja, die Spieler, der Trainer muss die mehr motivieren. Pass auf, wenn ich da nicht motiviert bin, dann bin ich im falschen Beruf. Ja? Und das sehe ich bei Spanien genauso. Also das, und ob der da an der Außenlinie rumtanzt oder nicht, ist auch egal. Aber auf jeden Fall steht eins fest, da gibt es Defizite im deutschen Spiel und hat's aufgezeichnet. Das war schon echt erschreckend. Und das betrifft natürlich hauptsächlich die Abwehr, ne? Oder beziehungsweise das Defensivverhalten. Ja, das war ja, ja unvorstellbar. Ja. Das heißt, da bist du ja an dem Punkt, Joshua Kimmich hat natürlich gefehlt, definitiv, weil der ist zwar jetzt nicht der größte Lautsprecher auf diesem Planeten. Ich weiß nicht, ob der auf dem Platz, also da habe ich schon das Gefühl. Aber er lebt es zumindest vor. Er lebt es zumindest vor und er ist jemand, der natürlich auch mit seiner Klasse da ganz anders agieren kann vor einer Abwehr, als das die anderen Strategen tun. Ja, weißt du noch, wer da gespielt hat als Doppel-Sechs? Herr Gündogan? Ja. Mit Herrn Groß. Ja, Herrn Groß. Ja, das sind ja beides keine Defensivzauberer, das sind ja
Er Achter, ja. Das ist ja nicht ein klassischer Sechser. So ist es. So, jetzt sag mir bitte, wenn der Kimmich weg ist, wer soll denn dann sonst einen klassischen Sechser da spielen? Mir fällt auch gar keiner ein. Das stimmt. So, da sind wir nämlich beim nächsten Thema. Ja. Der kannst natürlich, der arme Jogi, der muss natürlich auch, der kann nur mit den Spielern agieren, die es im Moment auf dem Markt gibt. Ja, was? Pass auf, Spitz, vorne ist super. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Ob Gnabry. Er kann nur mit den Spielern agieren, die auf dem Markt sind. Das wären Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller. Ja, Moment. Aber ich rede ja von denen jetzt, die er haben wollte. Die jetzt nach der Neuausrichtung, ja, wir bauen jetzt eine neue Mannschaft, die da zur Verfügung stehen. Wir sprechen jetzt von diesen. So. Okay. Und da gibt es nicht viel. Also mir fällt jetzt keiner ein. Wenn du guckst, wo die herkommen, da kommt die Hälfte der Truppe, der Neuen, in Anführungsstrichen, hat eine Freiburger Vergangenheit. Aber es ist ja so tatsächlich. Ne? Ja, das muss man mal alles sehen. Das sind ja auch alles keine super jungen Spieler. Die haben auch alle schon, oder die meisten, es ist ja nicht so, dass die jetzt alle ihr zweites Länderspiel gemacht hätten. Die sind auch schon alle ein paar Mal dabei gewesen. Die haben auch schon ein paar Spielchen gemacht. Ich sag dir, da wird einem Angst und Bange. Da wird einem wirklich Angst und Bange. Wenn man sich diese Defensivqualität anschaut, muss man echt überlegen, wie es da weitergehen soll. Jogi Löw ist natürlich darauf angesprochen worden, wen wundert's. So sicher wie das Amen in der Kirche ist dann natürlich die Frage, was ist mit Boateng und Hummels und was ist mit Thomas Müller? Ja. So, und da sagt er, wir sind diesen Weg gegangen und haben noch Zeit und so weiter und so fort. Und ich sage, genauso wie Basti Schweinsteiger, der ein guter Kumpel ist natürlich von den Jungs, wenn es nicht läuft, dann musst du dann auch mal überlegen und sagen, ich habe da echte, richtig gute, die möglicherweise so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber es entscheidet nicht das Alter, sondern die Qualität, also müssen die spielen. Pass auf, ich bin halt 100%, also wir sind ja selten einer Meinung, Mann, aber was ich nicht verstanden habe, ich meine, das steht doch außer Diskussion. Es gibt keine alten und jungen Spieler, es gibt nur gute und schlechte. Ja. Und wie viele gute Alte gibt es und wie viele schlechte Junge auch. Ne? Also ich finde diese Vorgabe finde ich halt schon falsch. Ne? Ja. Kategorisch zu sagen, wir haben jetzt da in Russland ein Desaster erlebt und jetzt alle weg. Ja. Ja? Ob verantwortlich oder nicht verantwortlich, keine Ahnung. Ob jetzt Hummels, Boateng oder Müller verantwortlich waren, ist auch völlig wurscht. Aber die spielen mittlerweile, und zwar jetzt nicht erst seit 2 Wochen, auf super hohem Niveau. Ja, das sind Führungsspieler, die auch zum Beispiel natürlich, denk an die Bayern, Boateng, wenn der da mitspielt, der kennt die anderen Jungs auch, oder Müller. Ja. Ja, wenn du dann wieder Gnabry, Goretzka und so weiter siehst, da hast du ja so die Achsen, die immer früher so wichtig waren, dass die jungen Spieler von den Älteren geführt werden. Dann hast du die Vereinsstrukturen, die du da übernehmen kannst praktisch. Ja. Das sind alles Gründe, die man aufzählen kann und da bin ich voll dabei. Für mich ist das Leistungssport und die Leistungsbesten sollen spielen. Und wenn jetzt zur Zeit Hummels und Boateng und Müller die Besten sind, warum müssen dann irgendwelche spielen? Ne? Ja. Obwohl da vorne ist natürlich mit Müller und da sind natürlich, vorne haben wir schon Raketen, aber egal, pass auf, der Müller könnte trotzdem eine gute Rolle spielen. Aber gerade wenn es defensiv nicht läuft, da erfahrene Spieler mit einbauen zu können für den Fall der Fälle, verstehe ich nicht. Also meinst du, Jogi Löw könnte sich doch mal beim Hansi Flick erkundigen, warum der bei den Bayern im Gegensatz zu seinem Vorgänger Kovac auf Müller und Boateng wieder gebaut hat? Ja, frag ich mal. Pass auf, da haben wir schon oft drüber gesprochen, als auch in unserer, wenn wir zurückblenden, in unserer BVB-Geschichten. Ja. Pass auf, es ist so, du kannst Erfahrung, kannst du meines Erachtens, und auf hohem Niveau natürlich, Erfahrung gepaart mit hohem Niveau, kannst du durch nichts ersetzen als junger Spieler. Da kannst du noch so fit sein und noch so schnell sein. Ja. Und ich sag mal, gerade im Defensivbereich, wo man doch ganz viel mit Auge machen kann, da verstehe ich es nicht. Ja. Also vorne kann man sicherlich hier und da mal, wenn der Stürmer nicht mehr schnell genug ist, dann wird es schwierig hier und da. Ne. Aber hinten kann man schon viel machen. Und ja gut, pass auf, nochmal, die sind den Weg gegangen, Jogi und auch Bierhoff, offensichtlich hält ihm ja die Stange. Ja, und eins steht fest, wenn das in die Hose geht, dann ist er nächstes Jahr weg. Also da bin ich übrigens hundertprozentig bei dir. Ne? Ich meine, wenn das natürlich jetzt mit dem DFB so besprochen wurde, der Mensch ist ja dazu, auch Fehler einzugestehen eigentlich. Oder der schlaue Trainer, ne, sieht, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat.
und ändert seine Meinung wieder. Dafür ist es ja da. Da macht man Erfahrungen. Ne? Das müsste man eigentlich erwarten können. Ich meine, wir können alle schlau daherreden jetzt. Wenn er jetzt so macht, jetzt geht die in die Hose. Ja, und wenn er dann die doch bringt, dann schweigen wir alle. Wenn er Herr Hummels und Boateng spielt, es geht trotzdem in die Hose, dann schweigen wir alle und halten die Fresse danach. Ne? Ja, wie konnte er denn die Alten bringen? Pass auf, es gibt keine Wahrheit im Fußball. Ich bin auf jeden Fall deiner Meinung. Ja, danke dafür. Ja, ich würde sie auf jeden Fall mitnehmen und gucken und irgendwie versuchen, so eine Achse der Erfahrung da zu etablieren in der Mannschaft. Ja. Die brauchen Führung noch ein bisschen, die Jungs, glaube ich, rechts und links. Aber gut, wir werden es sehen. Das werden wir definitiv sehen, weil daran muss sich dann auch der Bundestrainer messen lassen, wenn er sich wirklich entscheiden sollte. Jetzt hat er ja ein paar Wochen, Monate Zeit, darüber nachzudenken. Es dauert ja bis März, bis sie sich mal wieder zusammensetzen. Das muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen. Ja. Es sind ja auch keine normalen Zeiten. Ne? Nein? Sonst, weißt du, sonst haben die wochenlange Vorbereitungsmöglichkeiten, ja, und die Spiele und ja, die freuen sich, das ist auch so ein Thema, dass die Spieler angeblich ja nur noch mehr oder weniger schlecht gelaunter, angeblich muss man dazu sagen, angeblich mies gelaunter aufkommen, weil sie eh keinen Bock haben auf Corona-Quarantäne und Reisen in der Weltgeschichte. Was sollen denn die Spanier sagen, die 6 Tore geschossen haben? Ja, die haben ja, vor allem wenn die jetzt immer das ganze Jahr super gespielt hätten, aber die haben ja gegen Schweiz und Ukraine schön scheiß zusammengespielt. Ja, definitiv. Ja, pass auf, deswegen muss man eben überlegen, ob das tatsächlich vielleicht ein Ausrutscher in beide Richtungen war. Kann alles passieren. Es kann alles passieren, aber man sollte, Jogi hat ja angekündigt, dass er das jetzt ganz scharf analysieren wird. Da hat er jetzt ja 3 oder 4 Monate Zeit. Das sollte er tun. Ja. Das sollte er wirklich tun und dann die richtigen Schlüsse für sich ziehen. Die Weiterentwicklung der etablierten, guten, gestandenen Führungsspieler sich angucken und überlegen, ob er dann nicht für den nächsten Aufschlag, er hat ja Monate wirklich Zeit, sich das zu überlegen, sagt, okay, das war alles eine ganz gute Idee, aber ohne die geht es noch nicht und deswegen sind die wieder dabei. Jetzt hat er sich natürlich aber in die Zwickmühle gebracht, dass er das Ding so durchgezogen hat. Ne? Ja. Wenn man das jetzt beobachtet hätte, mit den Jungs besprochen hätte, gesagt, pass auf, jetzt, also ich denke jetzt 2 Jahre zurück, ja, ich habe folgenden Plan, ich möchte gerne, ihr seid dabei, ihr werdet nicht immer spielen und so weiter, ne? Seid ihr bereit, das zu tun, dann hätte man so einen fließenden Übergang machen können. Ne? Aber das war jetzt ein harter, ganz harter Cut. Und jetzt natürlich, ein halbes Jahr vor der EM, ja. Was heißt ein halbes Jahr? Das sind ja nur noch 3 Monate dann, glaube ich, ne? wenn die wieder zusammenkommen. Wenn die wieder zusammenkommen, dann haben sie noch 5 Spiele. Ja, dann so ein Ding natürlich nochmal wieder aus dem Boden zu stampfen, das ist natürlich auch risikoreich, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber gut, wir werden sehen. Ja. Ihr merkt schon, die Themen gehen uns nicht aus. Jetzt waren wir ein bisschen Mukoko und Yogi-lastig. Das hat aber daran gelegen, dass der BVB jetzt erstmal eine Pause hatte. Und ich denke, in der nächsten Woche haben wir dann wieder einiges an aktuellen Themen rund um Borussia Dortmund natürlich auch für euch zu berichten. Ja. Und Mario Götze haben wir vergessen. Was ist der ist ja auch schon wieder im Nationalmannschaftsdunst. Ja, ja. Ich meine, klar, du, wenn du natürlich so einschlägst, ne, und gleich Tore gegen Zwolle und ich weiß gar nicht, wie die gespielt haben. Was höre ich denn da bei dir schon wieder durch? Ironie. Na, aber da sind wir wieder beim Thema, ja. Boulevard, ja. Pass auf, ich habe ihn nicht spielen sehen. Es mag sein, dass er gut gespielt, keine Ahnung. Aber wir reden von der holländischen Liga, wir reden von Spiele gegen, ich weiß nicht, was gegen Alkmaar? Also eins war, glaube ich, gegen Zwolle. Das war gegen Zwolle. So, dann war er erstmal wieder ein bisschen verletzt. Ja, aber pass auf, ja, aber da sind wir wieder, das sind so Nachrichten. Du hast am Anfang danach gefragt, da fasse ich mich echt vom Kopf. Ja. Ja? Der hat 0,0 Rolle gespielt hier, jahrelang, also wirklich nix. Ja? Also ich rede jetzt nicht von der Nationalmannschaft, ich rede jetzt vom BVB. Und jetzt spielt er in Holland, ja, und schießt gegen Zwolle und ich sage, sagen wir jetzt mal einfach Alkmaar-Tor und dann wird der schon wieder da, ja, als ich glaube, Heilsbringer gefeiert, leck mir im Arsch. Ich glaube, es ist ihm auch gar nicht recht, ich glaube, er will sich in erster Linie erstmal mit sich selbst beschäftigen, auseinandersetzen. Ja, das ist auch kein Vorwurf gegen Mario Götze, um Gottes Willen, es ging um dieses Medienthema, ja, darum ging es, ja. Also dass wir das mal ganz klar festhalten. Wir behalten für euch alle Medienthemen in diesem Fußballgeschäft natürlich im Blick, ja, definitiv, Tipp mal eben ganz schnell noch das Spiel des BVB bei Hertha BSC. 2-0. Für die Hertha? Ach, bist du verrückt? Wenn ich 2-0 sage, ist es immer 2-0 für BVB. Sag mal, ich wollte das ja nur mal eben richtig stellen. Ja, das wäre aber seit langem das erste Spiel, was mit 2 Toren Unterschied gewonnen wird. Ne? Ja? Ja, weil die letzten Spiele waren alle mit einem Tor.
Ja, immer mit einem. Das war echt eng, immer, ja. Ja, die letzten Spiele. Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, 1-0, 1-2, 2-3, davor zwei Unentschieden, 2-2, 1-1. Und sollte unser Freund Mokoko, sollte der spielen, dann müssten sie allerdings schon 2-0 in der 85. führen. Und dann bringt ihn Lucien Favre als Geburtstagsgeschenk. Dass er dann... praktisch zum jüngsten Spieler, zum jüngsten BVB-Spieler, ne? Oder jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten, weiß ich gar nicht. Der ist ja ein Tag als alt. Er muss ja der jüngste aller Zeiten. Ja, logisch. Also das wäre natürlich, das könnte ich mir vorstellen. Deswegen tippe ich 2-0. In der Hoffnung, dass der gute Lucien ihn dann als zur Belohnung oder als Einstandsgeschenk dann dieses Ding schenkt. So. Wir halten das fest. 2-0 für den BVB bei Hertha BSC. Ihr solltet unbedingt mittippen bei unserem Partner DOCOM21. Da gibt es das Bundesliga-Tippspiel auf der Seite der DOCOM21. Da gibt es nämlich an jedem Wochenende tolle Preise abzusahnen. Muss ich auch noch tippen? Tipp du mal. Berlin, ne? Berlin war immer so ein komisches... Immer ganz knapp. Ja, ganz immer so ein, knapp immer so ein komisches Pflaster. Ganz knapp. Und scheiß Stadion dann auch. Und kalt. Keine Zuschauer. Oh, und kalt. Und Regen. Ja, ja. Wenn ihr den jetzt sehen könntet, dieses Gesicht. Ja, komm, ja, ich kann ja nicht. Nein, 2-1. 2-1. Ja, für den BVB natürlich. Ja, so, 2-1 für den BVB. 1-1, Mokoko kommt rein in der 83. Minute. Jetzt spielen wir mal Boulevard. 90. Minute Nachspielzeit. Mokoko macht das 2-1 für den BVB. Niemals, dann setzt die 1000 dagegen. Oh, ja, ihr habt's gehört. Er setzt einen 1000er dagegen. Ich muss nichts einsetzen. Michael schuldet mit 1000 Euro. Wir lösen das Ganze auf in der kommenden Woche bei unseren Vorstoppern. Bleibt bitte, 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 bitte alle gesund. Ja. Ganz wichtig in diesen Tagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mir diese komischen Querdenker nicht mehr angucken. Ja, also, nehmt die Aluhüte ab. So, nehmt die Aluhüte gesund, ab. Ey. Und wenn die Wasserwerfer weiter als Berieselungsstation funktionieren, ist nicht so schlimm. Dann ist es nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ich habe im näheren Umfeld mittlerweile auch den einen oder anderen, den es erwischt hat. Leider auch mit ganz, ganz brutal heftigen Fällen. Und in dem Sinne nochmal der Appell. Wir halten zusammen, ja, haltet euch an die Abstandsregeln. Michael und ich tun das im Übrigen auch. Wir sitzen hier einige Meter auseinander. Und setzen, so wie wir das Mikrofon verlassen haben, sofort die Maske auf. Das solltet ihr auch tun. Bleibt gesund und wir hören uns die Tage wieder. Macht's besser. Bis dann. Bleibt gesund, bis dann. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?